Charaktere mit bla bla bla. Nahkampfschaden, aber Nahkampfgenauigkeit ist geringer. Giftschlag. Dreimal pro Ruhephase. Schütze und so brauchen wir nicht. Gefährliches Werkzeug auch nicht. Zwei Waffenstil. Das braucht sie auf jeden Fall, wenn sie mit zwei Waffen kämpft. Gerade können wir keine Punkte vergeben, also gehen wir weiter. Nachtragende Niederlage. Feindliche Einheiten im Wirkungsbereich. Übt eine letzte Vergeltung aus, sobald die Ausdauer des Barbaren auf Null reduziert wird, wodurch er sofortige Blutbadangriffe auf jeden in Reichweite ausführt. Barbarischer Ruf, zweimal pro Ruhephase. Bedrohliche Präsenz wäre eigentlich nicht schlecht. Einer steht alleine, das brauchen wir jetzt auf jeden Fall. So, mehr Überleben erstmal. So, offensiv haben wir die Zweihänder-Stil. Da haben wir jetzt unterbrechende Hiebe wäre vielleicht noch interessant. Empfindlicher Angriff. Nee, nicht wirklich. Durchdringender Schuss, blutiges Gemetzel. Bei allen Angriffen gegen Feinde mit niedriger Ausdauer werden einige Treffer in kritische Treffer umgewandelt und alle kritische Treffer richten zusätzlichen Schaden an. Das wäre nicht schlecht. Überlegene Abwehr würde mal plus 5 Abwehr auf sie geben. Wäre auch nicht schlecht. Aber ich denke mal, ich nehme erst blutiges Gemetzel. So, ein Punkt in Athletik. Weiter. Jetzt wird es hier immer mehr. Rohe Gewalt wäre nicht schlecht. Wilder Sprint. Brauchen wir nicht. Bedrohliche Präsenz wäre eigentlich auch nicht schlecht. Blutgier. Nee. Herz der Wut. Einmal pro Begegnung. Voller Angriff gegen alle Gegner in der Nähe. Das ist nicht schlecht eigentlich. So, nächste Stufe. Wieder überleben. Weiter. So, jetzt kann sie überlegene Abwehr haben. So, und das ist jetzt die letzte Stufe. Was geben wir ihr jetzt? Drachensprung. Drachensprung wäre eigentlich nicht schlecht. Barbarische Vergeltung. Der Barbar greift reflexartig jeden an, der ihn im Nahkampf trifft. Wer das Pech hat, von diesem Angriff des Barbaren getroffen zu werden, erleidet direkt Schaden. Das nehmen wir. Sozusagen eine Dornenaura. Tell me. So, jetzt müssen wir sie auch noch ausrüsten. Gucken wir mal, was hätten wir denn an leichter Rüstung für sie? Aber sie trägt ja schon eine leichte Rüstung, die wir einfach nur ein bisschen pimpen könnten. Umhangmäßig. Haben wir irgendwas, was für Barbaren passt? Wahrnehmung, Wille, Wille, Trotz, Konzentration, kann nur vom Weitläufer verwendet werden, maximaler Ausdauerbonus, hier haben wir glaube ich irgendwas für Mönche, genau. Immunität gegen erkrankt. Das sieht eigentlich ganz gut für sie aus. So ein Elchgeweih. Dann geben wir ihr den Umhang noch. Das klingt nach was für ihm, der Ring.
Der Gürtel ist für sie perfekt. Kriegt sie auch noch den Ring hier. Die eine Heimlichkeitskutte für ihn. Kann nur von Waldläufern verwendet werden. Ja, weil für ihn haben wir noch nichts für den Rücken. Oder für den Hals, besser gesagt. Intellekt, Entschlossenheit wäre vielleicht was. Wissen, Wahrnehmung, Entschlossenheit, Gewandtheit. Dann geben wir ihm das hier. Das sieht ziemlich mächtig aus. So. Waffenmäßig. Waffenmäßig kriegt sie die Axt und die Axt. Ich muss mal gerade kurz gucken. Ich habe ihr ja jetzt Ritter gegeben. Also eine Armbrust kriegt sie noch. Erstmal das wegpacken. Ja, sieht total bedrohlich aus. So, der Umhang, der nichts bringt. Und das hier. Er sieht interessant aus schon mal. Ich brauche aber auch noch eine Rüstung für ihn. Haben wir irgendeine Mönchsrüstung? Dieses Glas wurde von einem glafantaischen Mönchen gefertigt. Das wäre zum Beispiel eine für ihn. Plus Athletik, Bewegungseifer des Schadensreduktion. Das ist eine Akrobatenrüstung. Das ist eher eine Magierrüstung und das ist eine außergewöhnliche Fellrüstung. Also ja, kriegt er das Ding. Jetzt sieht er ziemlich interessant aus, der Typ. Ja. Hier ist noch eine gute Armbrust für sie. Und dann Level Up für ihn. Für ihn dasselbe Spiel erstmal mit Athletik und Überleben. Geringere Wundresistenz. Senkt die Wundresistenz des Mönches, wodurch er schneller Wunden erleidet. Kasteinung der Seele. Damit fügt sich selbst sofort genügend Direktschaden zu, um eine Wunde zu erleiden. Gewährt Talent Kasteinung der Seele. Dreimal pro Ruhephase. Gibt es hier irgendeinen für... Waffenlos? Ah ja, hier Bauer, unbewaffnet. Das heißt, er kriegt auch einen Jagdbogen. So. Schnelle Schläge ist eigentlich etwas, was ich gerne nehme. Die Hände des Mönchs werden zu einem rasenden Haufen von Angriffen, wodurch seine Angriffsrate kurzzeitig erhöht wird. Ratschlag.
Der Mönch ist in der Lage, körperlichen Schmerz in reine Energie zu kanalisieren und diesen auf seinen Angreifer zurückzuleiten. Solange der Mönch Wunden besitzt, wird seinem Nahkampfschaden ein proportionaler Feuerbonus hinzugefügt. Bewegungsrate, Kraft der Qual benötigt 2 Wunden. Ich nehme erstmal schnelle Schläge. So. Blitzschläge. Modifiziert schnelle Schläge plus Schaden als Schock. Kasteinung der Seele. Ja, ich nehme mal 2 Waffenstil, weil ich glaube, beide Fäuste als Waffen zählen. So. Seelenspiegel. 50% Wahrscheinlichkeit, Fernkampfangriffe zu reflektieren. Kraft der Qual, das kennen wir. Klarheit der Agonie. Brauchen wir nicht unbedingt. Betäubungsschlag wäre nicht schlecht. 2-mal pro Begegnung betäuben oder erstmal den Ratschlag. So. Dann hier Punkte reinsetzen. Hier bin ich bei Defensiv auch wieder mit der überlegenen Abwehr dabei. Erst einmal. So, jetzt gebe ich einmal Wissen. Qualität der sterblichen Präsenz. Ist modal. Der Mönch erhält 2 modale Fähigkeiten, durch die er zwischen einem Bonus auf seiner Abwehr und einem Bonus auf alle anderen Verteidigungen wechseln kann. Mhm. Verwurzelter Schmerz. Erzeugt jedes Mal eine Schockwelle um den Mönch herum, wenn er oder sie eine Wunde erleidet, die einem feinen Wirkungsbereich eine kleine Menge Schaden zufügt und möglicherweise eine Unterbrechung hervorruft. Das wäre auch nicht schlecht. Ich nehme aber erstmal den Betäubungsschlag. Oh, überwältigendes Leiden. Durch das Erleiden der Mühen der Existenz erlangen Mönche ein besseres Verständnis um die Fähigkeit ihres Körpers. Ihr waffenloser Schaden hat einen viel höheren Angriffswert als bei den anderen Charakteren und erhöht sich permanent beim Stufenaufstieg alle 3 Stufen. Mhm. So, dann einen Punkt hier rein. Blitzschläge, geringe Wundresistenz. Wäre eigentlich auch wichtig, aber ich bin erstmal für die Blitzschläge. So, dann einen Punkt hier. Tiegel des Leidens. Sobald die Wirkung eines feindlichen Effekts nachlässt. Klarheit der Agonie brauchen wir nicht. Große Schritte wäre Bewegungsgeschwindigkeit. Ah ja, der verwurzelte Schmerz klingt gut. So, nächste Stufe. Hier können wir nichts vergeben. Hier brauchen wir jetzt geringe Wundresistenz. So, jetzt können wir einen Punkt in Athletik. Was geben wir jetzt? Eisenrad. Schadensreduktion pro Wunde, das nehmen wir. So. Kasteigung der Seele können wir nehmen. Wir könnten aber auch... unterbrechende Hiebe nehmen. Wenn er schon so schnell angreifen kann, dann soll er auch unterbrechen können. So, jetzt nehmen wir noch Überleben einmal. Himmelstritt. 2-mal pro Begegnung. Nur im Nahkampf. Der Mönch wirft sein Ziel in die Luft, schmettert es wieder zu Boden und lässt es niedergestreckt zurück. Mhm. Zwiespalt der Seele. Der Mönch meditiert kurz über seinen Schmerz, aber beschwört er 2 physische Manifestierungen des Leids. Eines aus Flamme, die andere aus Eis.
Okay, Seelenspiegel war Fernkämpfe. Pfad des Flagellanten. Nee, der Himmelstritt, der gefällt mir am besten. Fürs Erste. Too predictable. So, jetzt hat er pro Begegnung sich heilen, Betäubungsschläge und Himmelstritt. Und schnelle Schläge und Griff der Qual, das benötigt jeweils Wunden. Er hat gerade 0 Wunden. I'm here. Back to warm your hand, Jay. What can I do for you? Ich hätte gerne ein Zimmer. Dann rasten wir jetzt mal. Du wachst und hörst, wie sich jemand rührt, wie jemand knurrt. Du legst sie hinüber und siehst Manea im Schlaf zucken und murmeln.